Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und heute tanzen wir ein bisschen Foxtrott mit euch hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir tanzen heute die Spazierbrezel und wünschen euch ganz viel Spaß. Los geht's! So, wir starten jetzt erstmal im Level 1 hier beim Foxtrott und die Figur heißt wie gesagt Spazierbrezel. Das wird sich auch gleich im Laufe der Levels entscheiden oder zeigen, warum wir sie so genannt haben. Ganz locker starten wir erstmal mit einem Grundschritt im Foxtrott und wir beginnen jetzt mal seitlich zu euch, damit ihr das Ganze sehen könnt. Er links, sie rechts, wir tanzen. 1, 2, seit Schluss, 1, 2, seit Schluss. Als nächstes brauchen wir eine Trennung, ähnlich wie im Disco Fox und allgemein auch Brezel, das ist ja ein Name, den kennt man ja aus dem Disco Fox vielleicht schon. Ich bleibe jetzt auf der Stelle, also bleibe im Prinzip zentral, da wo ich bin, stationär und die Dame tanzt ihren Grundschritt rückwärts von mir weg. Ich muss meine rechte Hand an ihrem Schulterblatt einmal lösen, denn nur so können wir überhaupt den Abstand zum Partner vergrößern. Wenn ich sie festhalten würde, ginge das nicht. Beide Hände sollten jetzt gefasst sein nach dieser Trennung und jetzt starten wir beide vorwärts. Er mit links, sie mit rechts und meine linke Hand, meine Herren, wichtig als Führungshinweis, geht zeitgleich nach oben. Das heißt, sie dreht unter den gefassten Händen hindurch, wie eine Brezel im Disco Fox, nur eben nicht 1, 2 Tap, sondern 1, 2 Seitschluss. Wir tanzen. 1, 2 Seitschluss. Hier angekommen, können wir einmal kurz den Check machen. Habe ich die Hände, die gefassten Hände auf Augenhöhe? Liegt die rechte Hand im Rücken der Dame? Wenn ja, haben wir eine perfekte Brezelposition und könnten genauso, wie wir reingedreht sind, auch wieder rausdrehen. Über 1, 2, seit Schluss. Jetzt haben wir wieder die Doppelhandhaltung und könnten das Ganze in der Endlosschleife tanzen, aber fürs Erste hole ich sie mir mit 1, 2, seit Schluss wieder in die Tanzhaltung. Und gemeinsam gehen wir wieder in den Grundschritt. Das Ganze einmal andersherum getanzt für euch. Mit Grundschritt vorweg, er links, sie rechts. 1, 2, seit Schluss. 1, 2, seit Schluss. Trennung, seit Schluss. 1, 2, seit Schluss. Und jetzt wieder direkt zurück. 1, 2, seit Schluss. Ich hole sie mir in die Tanzhaltung. Seit Schluss. Und dann geht es mit dem Grundschritt wieder los. Achtet bei der Brezel darauf, dass der zweite Schritt nicht mehr vorwärts gesetzt wird, sondern mehr so seitwärts bzw. rückwärts. Wenn wir hier also drehen, haben wir Vor-, Rück-, Seitschluss und auch auf dem Rückweg Vor-, Rück-, Seitschluss. Dann kommen wir ungefähr da an, wo wir begonnen haben. Das ist jetzt auch schon das Level 1 von unserer Spazierbrezel. Probiert es also gerne einmal aus. Die Brezel haben wir ja schon gefunden. Warum die Figur Spazierbrezel heißt, das klärt sich gleich in Level 2 und 3. Viel Spaß beim Üben. Hier ist Musik verlinkt und wir sehen uns gleich wieder. Und direkt geht es weiter mit dem Level 2. Wir tanzen die Spazierbrezel so weit, wie wir gerade waren. Also ein Grundschritt, eine Trennung und dann eine halbe Brezel. Nicht zurückdrehen. 1, 2, seit Schluss. 1, 2, seit Schluss. Trennung. Seit Schluss, 1, 2, seit Schluss. Jetzt gehe ich vorwärts und die Dame auch, die muss auch vorwärts gehen. Dazu ziehe ich am Rücken der Dame hier so ein kleines bisschen in meine Richtung. Das zeigt ihr an, dass sie vorwärts gehen soll. Denn würde ich jetzt einfach vorwärts gehen, ohne zu ziehen, dann würde sie den Rückwärtsschritt mit mir gemeinsam tanzen. Das heißt, wir würden in die gleiche Richtung gehen. Wir wollen aber im Kreis laufen, das heißt, wir tanzen. 1, 2, schnell, schnell. Eine halbe Drehung würde reichen, denn dann sind wir auch später in der Tanzrichtung, wenn wir nicht mehr im Wohnzimmer tanzen, dann sind wir auch wieder in der richtigen Tanzrichtung. Ihr dürft aber jetzt gerne so oft ihr möchtet dieses Karussell tanzen. Man nennt es ja eigentlich Karussell, wenn man sich im Kreis dreht. 1, 2, schnell, schnell. 1, 2, schnell, schnell. Vorschließen. Im Grunde genommen ist es ein Promenadenschritt, den wir hier im Kreis tanzen. Und das können wir, wie gesagt, so oft wir möchten tanzen, ja? Noch einmal von Anfang bis dahin. Mit Grundschritt, wenn ihr Lust habt, macht gerne mit. 5, 6, 7 und 1, 2, seit Schluss. 1, 2, die Trennung. 1, 2, seit Schluss. 1, 2, im Kreis. 1, 2, schnell, schnell.
eigentlich ist hier Stopp. Ja? Also wenn wir hier angekommen sind, können wir es eigentlich dabei belassen. Und jetzt ziehe ich nicht mehr an dem Arm im Rücken der Dame, das ist ihr linker Arm, mein rechter, sondern vielmehr schiebe ich an beiden Armen nach vorn. Dadurch weiß die Dame, dass sie jetzt eine Rückwärtsbewegung tanzen soll. Ich gehe mit ihr gemeinsam dann in eine Grundschrittbewegung. Wir stehen zwar nebeneinander, tanzen aber in der Brezel. Eins, zwei, seit Schluss. Eins, zwei, seit Schluss. Und die ganze Zeit seit Schluss. Wir wandern also oder spazieren ein wenig, während wir die Brezelposition haben, deswegen Spazierbrezel. Wenn wir also hier angekommen sind, können wir das beliebig lange weiter tanzen. Schritt, Schritt, seit Schluss. Und wenn ich das Ganze beenden möchte und in die Tanzhaltung will, dann lasse ich einfach die rechte Hand im Rücken der Dame los und nehme sie langsam wieder in die Tanzhaltung und schon haben wir Teil 2, also Level 2, geschafft von unserer Spazierbrezel. Ja? Auch das dürft ihr gerne erstmal ausprobieren. Hier ist wieder Musik für euch verlinkt, Foxtrot-Musik, sehr, sehr schön, rhythmisch und eingängig, probiert's aus. Und wenn ihr Lust habt, eine Kleinigkeit haben wir gleich für euch noch im Level 3, würden wir uns freuen, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter, Level 3, also die letzte Ausbaustufe von unserer Figur Spazierbrezel. Wir werden mal schauen, wie das Ganze jetzt gleich aussieht. Wir tanzen uns einmal von Anfang an, ihr dürft gerne direkt nochmal mitmachen. Er links, sie rechts, 5. 6, 7 und 1, 2, seit Schluss, 1, 2, seit Schluss, Trennung, seit Schluss, halbe Brezel, seit Schluss, 1, 2, schnell, schnell. Hier bleiben wir vielleicht erstmal kurz stehen. Jetzt tanzen wir immer noch unsere Spazierbrezel, das heißt, wir spazieren erstmal so ein bisschen durch den Raum, aber da gibt es gleich noch eine kleine Erweiterung, bei der wir, meine Herren, wieder eine kleine Zusatzaufgabe bekommen. Wir tanzen erstmal einen vollständigen Grundschritt. Schritt, Schritt, seit Schluss, Schritt, Schritt, seit Schluss. Im nächsten Vorwärtsschritt, meine Herren, lassen wir die rechte Hand im Rücken der Dame los. Sie hat dann auf einmal die linke Hand frei und bietet sie schon mal vorne, also vor ihrem Bauch, einfach an. Denn da werde ich gleich wieder zugreifen, aber nachdem ich eingedreht habe erst. Das heißt, ich gehe jetzt vorwärts und hier habe ich den rechten Arm der Dame, ein wunderschöner Schal. Den lege ich mir jetzt gleich um den Hals oder vielmehr drehe ich mich in diesen Schal ein. Sie tanzt einen ganz normalen Grundschritt rückwärts. Ich drehe mich ein. Eins, zwei, seit Schluss. Beim Seitschluss aufpassen, dass wir uns nicht zu nahe kommen, kleine Schritte tanzen. Und schon bin ich, wir zeigen es mal von vorne, in einem Herrenschal, wenn man so möchte. Jetzt gehe ich rückwärts und tanze einen Promenadenschritt, permanent rückwärts, und die Dame wieder vorwärts. Dann drehen wir uns im Kreis. Eins, zwei, schnell, schnell, eins, zwei, schnell, schnell, eins, zwei, schnell, schnell. Und das machen wir so lange, bis ich wieder nach außen schaue, also bis ich die Startwand wieder sehe, bei der wir begonnen haben. Denn jetzt könnte ich ganz entspannt nach hinten abtauchen, also ab der Hüfte, sag ich mal, einen Diener nach vorne machen und mit einem Grundschritt nach hinten raustanzen. Eins, zwei, seit Schluss. Und schon stehen wir wieder gegenüber, könnten die Figur jetzt geschlossen in sich wiederholen oder auch die Dame ranziehen und in den Grundschritt zurückgehen, ja? Kolf führt mich schon so nach vorne. Wir machen das nochmal für euch, dann seht ihr besser. Wir haben 1, 2, seit Schluss, 1, 2, die Trennung, 1, 2, seit Schluss, eindrehen, seit Schluss, im Kreis und jetzt geht's rück für die Dame, seit Schluss, vor für die Dame. Er dreht 1, 2, seit Schluss im Kreis, 2, schnell, schnell, 1, 2, schnell, schnell, 1, 2, ich sehe die Wand, abtauchen, schnell, schnell, die Dame wieder ranziehen oder direkt nochmal, 1, 2, schnell, schnell. Wenn man jetzt nicht gerne abtauchen möchte unter den gefassten Händen, gibt es noch eine Alternativlösung dazu. Ich drehe mich nochmal ein, hier, entweder, haben wir gerade gesehen, bücke ich mich nach hinten raus oder ich lasse einfach die linke Hand auf meiner Schulter los. Dann klappt die Dame von ganz alleine vor, 1, 2, seit Schluss. Und auch dann ist die Figur genau da beendet oder wir könnten sie geschlossen direkt noch einmal tanzen. Einmal noch, wir tanzen es mal in eure Richtung. Er links, sie rechts, alle gerne zusammen. 5, 6, 7 und 1, 2, schnell, schnell, 1, 2, schnell, schnell, Trennung,
Schnell, schnell. Eins, zwei. Schnell, schnell im Kreis. Für Sie geht es jetzt nach hinten. Seit Schluss und vorwärts. Er dreht ein, zwei. Schnell, schnell. Sie geht vor. Schnell, schnell. So lange, bis wir die Startwand sehen. Da ist sie wieder. Abtauchen oder einfach loslassen wäre auch gegangen. Und wieder ab in die Tanzhaltung. Ja? Ganz wichtig, meine Herren, auf die Führungshinweise achten. Wann muss ich ziehen, wann muss ich schieben, damit die Dame auch weiß, gehe ich vorwärts, gehe ich rückwärts, drehen wir uns jetzt im Kreis, was passiert überhaupt. Ein bisschen üben und ich finde, die Figur lässt sich sehr, sehr kuschelig und sehr charmant tanzen, auch auf engerem Raum, weil man sich eben sehr viel auf der Stelle dreht. Probiert es also gerne aus, weiterhin hier mit unserer verlinkten Musik oder auch mit unserer Spotify-Playlist für das Thema Foxtrot. Wir haben ja mittlerweile für jeden Tanz eine Spotify-Playlist. Schaut einfach mal rein auf unserer Tanzschul-Homepage www.tanzschule-thiele.de und ansonsten gerne auch einfach mal in unseren geschlossenen Mitgliederbereich, in den Exklusivbereich reinschnuppern. Da gibt es auch wöchentlich neue Inhalte. Wir sehen uns beim nächsten Mal und jetzt viel Spaß beim Üben. Ciao!